Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Obtendrenk, Sie haben jetzt gerade die Frage noch mal aufgeworfen, wie ist das denn jetzt eigentlich alles entstanden? Ich glaube, der Punkt, der uns an dieser Stelle definitiv trennt, ist die Frage, ob man wirklich 9 Tage vor Inkrafttreten einer solchen Regel, von der wir wissen seit 2 Jahren, dass sie in Kraft treten wird, hier mit großem Brimborium diese Plenardebatte führen muss. Weil darum geht es uns. Sie hätten Ihre Hausaufgaben längst machen können. Wir haben Ihnen dazu sogar Hinweise zugegeben, wie Sie Ihre Hausaufgaben hätten machen können im Oktober letzten Jahres. Das ist der Punkt, weshalb wir uns hier definitiv nicht einig sind. Und das mit dem Differenzieren, Sie haben das gerade gemacht zwischen Bundesdatenschutzgesetz und Datenschutzgesetz NRW. Das stimmt soweit, das ist aber, man muss fairerweise sagen, in der Anhörung auch nicht allen Kolleginnen und Kollegen gelungen. So, jetzt zu der Frage, meine Damen und Herren, wie war das eigentlich im Europäischen Parlament? Wie strittig oder unstrittig war es da? Ich habe mir gerade das Abstimmungsergebnis aus dem Ausschuss noch mal rausgesucht. Da war es 51-1 bei 3 Enthaltungen. Viel einmütiger geht im Europäischen Parlament, wenn man sich da die Landschaft anguckt, nicht. So, Herr Minister Reul, Sie hatten an einer Stelle, das will ich ganz deutlich sagen, nämlich da, wo Sie Ihren Fraktionen widersprochen haben, recht. Vieles gab es schon. Vieles von den Regelungen, die jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung eingeführt werden, die gab es schon in Deutschland. Daten dürfen zum Beispiel, das haben Sie herausgehoben, Daten dürfen nicht allgemein zugänglich gelagert werden. Und da widersprechen Sie eindeutig dem, was der Kollege Lehne vorhin erzählt hat, was in dem Antrag der regierungstragenden Fraktionen steht, weil da wird genau das behauptet, dass das jetzt eine neue Verpflichtung sei, die als neue Drangsalierung aus Europa jetzt dazugekommen sei. Da sollten Sie sich möglicherweise noch mal unterhalten und ein bisschen Nachhilfe Ihren Fraktionen geben. Es zeigt sich aber an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss man dann einfach auch, da haben wir es mit einer sehr komplexen rechtlichen Materie durchaus zu tun, aber in diesem Beispiel zeigt sich, dass sich einfach auch Begrifflichkeiten verändert haben, wo möglicherweise jetzt neue Fragestellungen mit einhergehen. Was bisher im deutschen Recht Verbot mit Erlaubnisvorbehalt hieß, das heißt jetzt informierte Einwilligung. Und da, Sie haben ja zum Beispiel, das will ich auch an dieser Stelle durchaus noch mal hervorheben. Einzelne Angebote gibt es ja auch. Und deswegen zitiere ich jetzt einfach mal zu dieser Frage. Ihre Plattform, die Sie im Internet haben, engagiert in NRW, da heißt es, Zitat, vorhandene Strukturen und Prozesse in Vereinen, die sich an dem geltenden Datenschutzrecht ausrichten, machen sich jetzt bezahlt. Vereine, die das Thema Datenschutz bislang vernachlässigt haben, haben viel nachzuholen. Ja, das stimmt, um Ihre Organisation datenschutzgerecht zu gestalten. Das stimmt. Und ich will an dieser Stelle, und das ist mir auch wichtig, das zu sagen, den Engagierten, den Ehrenamtlichen keinen Vorwurf machen, wenn es bisher nicht alles datenschutzkonform gelaufen ist. Wenn Sie sich jetzt Gedanken machen, wie Sie zu einem hohen Datenschutzstandard kommen, dann ist das ja ein großer Fortschritt. Aber ich sage auch Ihnen von CDU und FDP noch einmal, tun Sie nicht so, als sei Europa jetzt an allem schuld. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist an dieser Stelle, glaube ich, auch ganz wichtig, noch einmal genau hinzugucken, was sind jetzt neue Verpflichtungen und wo wird möglicherweise auch der Datenschutzgrundverordnung etwas reininterpretiert, was offensichtlich nicht zutreffend ist. Ich erwähne da jetzt einfach mal als ein Beispiel, weil es vorhin auch in den Reden der regierungstragenden Fraktionen gefallen war, die Frage Fotos von größeren Menschenmengen. Natürlich sind Fotos von größeren Menschenmengen auch in Zukunft zulässig. Das ist selbstverständlich, weil wir da einen bereichsspezifischen Datenschutz im KUG haben. Der ging bisher dem BDSG vor und der wird auch in Zukunft dem BDSG vorgehen. Das haben alle, die sich mit dieser Rechtsmaterie beschäftigen, inzwischen klargestellt, inklusive der Datenschutzaufsichtsbehörden. Es wird auch ein Blocksterben nicht geben. Auch da gibt es genügend rechtliche Einschätzungen, die das ganz klar aufdröseln, warum dieser Vorwurf gegenüber der europäischen Verordnung unzutreffend ist. Und es gibt auch klare Ankündigungen der Aufsichtsbehörden, dass man mit Augenmaß vorgeht. Gerade in diesem Umstellungszeitraum ist das wichtig, weil wir natürlich die Engagierten fördern wollen, weil wir sie unterstützen wollen und weil wir hier die Verantwortung
Verantwortung haben, nicht alles nachzuplappern, was es an Polemik gibt. Wir brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt konkrete Hilfestellungen. Wir brauchen keine Polemik gegen Datenschutz. Wir brauchen auch keine Signale gegen den Datenschutz, so wie Sie das eingefordert haben, sondern wir brauchen hier und von diesem Ort aus ein Signal für den Datenschutz. Wir brauchen ein eindeutiges Signal, dass wir die Ehrenamtlichen, dass wir die Zivilgesellschaft, dass wir die Unternehmen und die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen unterstützen bei der Umsetzung dieses wichtigen Fortschritts für mehr Datenschutz in Europa. Vielen Dank.